So, willkommen YouTube, willkommen Twitch. Wir sind jetzt hier dabei, Transport Fever zu spielen, nachdem wir die Karte nochmal neu geladen haben, weil einige Sachen nicht so funktioniert haben mit den Mods, wie ich es mir vorgestellt habe. Oh geil, die Stadt muss ich auf jeden Fall beliefern, Frankenstein. Wir machen erstmal kurz auf Pause, wo fangen wir an? Wir haben 60 Mods plus. Petzin haben wir hier. Schauen wir mal. Würde gerne anfangen. Wir haben hier eine große Sammelstelle, da können wir es dann nachher zusammentragen. Bringen wir erstmal das Benzin hier hin. Ah ne, wir müssen erstmal das Öl darüber. Ist mir am Anfang auch noch zu teuer. Der Anfang ist immer schwer, so Stein zu Ziege und dann hier rüber. Machen wir so. Genau, wir wollen das dahin bringen. Wir lassen es erstmal, bis sich das hier extrem staut. Also es ist ja nur Stadtstraße. So. Können wir nochmal drehen? Genau. Sieht schon viel cooler aus. Die kann man nicht konfigurieren. Sieht halt einfach nur cool aus. Na, schauen wir mal.
Dann brauchen wir natürlich einen Stopp. Eine LKW-Entladestelle. Und wir brauchen natürlich erstmal auch keine schön. Naja, gut. Das kann ich ja später noch mal schöner machen. So, wir haben eine neue Linie, die wir Stein, Opitz, Opitz. Würden. Ach, super. Ziegel großen Würden. Gut. Fahrzeuge kaufen. Wir haben ein paar Millionen, haben wir ja. Habe ich nicht die neuen Autos? Alle Güter. Okay, ich brauche davon 5. Scheiße. Saurer C-Typ rum. Das ist der. Der Tipper ist wie Steine. So, ich sollte auch Pause auf Play drücken. Kurzes Hallöle, grüß dich, Cliffy Boy, Janus. Mal gucken. Jo, alles gut. Das ist jetzt eh nicht so dein Spielprinzip, was ich hier spiele, glaube ich. Ich liebe es. Bin ich mal gespannt, ob das sich ausgeht mit meinen Transportern. Erstmal müssen wir Plus machen. Wir laden halt auch nur 13, ne? Echt wenig.
Ziege werden zu wenig produziert, ne? Angeblich null, da kann ich hinhauen. Ah, die fahren alle gerade noch leer, ne? Okay. Schauen wir uns mal die Linien an. Ja, gut, ich mach Minus. Aktuell mache ich Minus. Die fahren alle leer. Jetzt laden sie. Gut. Alter, wie viel du dafür brauchst, um davon Baumaterial zu bauen. Versuchen jetzt mal noch das Werkzeug herzukriegen. Maschinen. Mhm. Das heißt, ich brauche erstmal hier Kohle. Kohle habe ich genug. Aber kein Kupfer. Ach du Scheiße. Gut, machen wir erstmal was anderes. Holzbretter. Silberbarren. Keine Ahnung woher, Alter. Das stimmt irgendwann noch nicht so ganz. Ach, guck mal hier. Das ist eine Silbermiete. Ja, ich versuche Maschinendinger gerade ranzuschaffen. Das sind erstmal die Wege, glaube ich. Ja, machen wir so.
Nee. Muss da hin. So. So, dann machen wir bis dahin Kupfer Osten Nord Kohle Osten Nord. Kaufen wir mal 5 davon. Die stecken wir auf die Kupferstrecke. Und Kohle brauchen wir, glaube ich, nur 3. So, wie sieht es mit meinem Lean Manager aus? Alle machen Plus, außer die Neuen. Ist okay, kann ich mit leben. So, jetzt muss ich das Zeug hier hinkriegen. Das mache ich mit dem Zug. Das Holz muss ich auch erstmal zum Sägewerk kriegen. Ja, obwohl, das mache ich auch alles mit dem Zug. Zug, also die beiden hierher, das mit dem Zug dahin. Dann sollte es auch erstmal passen. Ja, das klingt nach einem Plan. Aber für den Zug brauche ich, glaube ich, ein bisschen mehr Moneys. Die verarbeiten erstmal, das ist ganz gut. Was Kohle macht Minus? Schon sagen. Gut. Hier irgendwie miteinander verbunden steht da? Nee.
Das ist ja auch ein Tram-Depot, deswegen. Klassische Kreuzung. Nehme ich mal klassisch kleinere. Rechnen hier. Die 30 Meter. So. Oh. Darum kümmern wir uns mal später. Gucken, dass wir hier den Zug. Was wird beliefert? Das wird dann noch gar nicht beliefert. Wir brauchen einen Zug mit zwei Stationen hier. Dann kriege ich die Maschinen. Eigentlich drei Stationen. Ein Empfang, zweiter Empfang und dritte Ablieferung. Hier brauche ich eine mit drei. Also drei Abstellgleise.
So. Achso, ich muss aber hier. Vielleicht eigentlich eingreifen hier erstmal. Eigentlich rechnen. Machen wir das erstmal. Das ist Holz wegkriegen. So, es sind alle Linien glücklich. Ich wollte gerade befriedigt sagen, oh mein Gott. Einmal von Heimwerksler dahin. Holzzug Wipplingwerder. Alter, 6 Millionen. Na, erstmal die. Erstmal die.
Wagen. Wird am Anfang erstmal voll leer laufen, das Ding. Holzhax 1 könnte nur zwei Fahrzeuge gebrauchen. So. Kriegen wir das jetzt ein bisschen in den Griff? Oh, die macht richtig Minus. Wir brauchen mehr Holz. Günstigen. Die Holzstrecke noch was liefern lassen. So, wenn wir die im Plus haben, dann lassen wir das mal ein bisschen laufen, dass wir hier ein bisschen Cash haben, weil den nächsten Zug kann ich mir nicht leisten. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und so machen wir das. In der Zeit lassen wir uns das hier mal durch den Kopf gehen, ob ich nicht hier ein bisschen zu viel gekauft habe. Produktion läuft zwar langsam an. Ich habe einfach zu viele Züge, zu viele Waggons. Das ist bitter, die macht mich jetzt extrem Minus. Ich muss schneller produzieren oder ich muss den Zug verkaufen und einen anderen bauen. Das, was die Plus machen, macht die hier schon wieder Minus. Das ist halt gar nicht so geil. Oder warte mal. Lade, wenn vorhanden. Vielleicht bleibt er mal ganz kurz stehen und fährt er nicht leer. Das ist deswegen noch ein bisschen gemanagt. So,
Jetzt schauen wir mal, ob es mal ein bisschen kurz wartet, der Zug. Weil er gleich wieder losbrettert. Naja, okay, warte mal. Aber die Linie macht jetzt mittlerweile Plus. Schon mal etwas. Das heißt, wir machen jetzt 1 Million Plus. Ist aber auch hier sehr grenzwertig, ne, mit der Produktion. Immer sehr knapp, dass sie leer läuft. Also viel auf Lager habe ich aber nicht. Also ich muss sagen, beim näheren Begutachten jetzt, klappt das ja im Großen und Ganzen. So, der Zug bleibt auch länger stehen. Naja, auch nicht wirklich. Gut, dann sehen wir uns, scheffeln wir ein bisschen Kohle bis 20 Millionen oder so, roundabout. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann, euer Blaze. Ciao, ciao.